Boah. Ja, das können wir uns gar recht leicht holen. Aber sonst ist hier nichts weiter. Das heißt also nur fürs Geld. Da scheint die Tochter von dem zu sein. Oh. Sehe ich hier irgendetwas? Also ich kam von dort. Und hier muss es doch irgendwie weitergehen. Hier ist aber nichts. Hatte ich da was übersehen? Ne? Vielleicht doch die andere Richtung. Hier ging es ja einfach nicht weiter. Oh doch, Moment. Das ist ja glatt übersehen, diese kleinen Spalt dort. Nein, den Hin- und Herwechsel sollte Quick Case geben. Gab's aber damals leider nicht. Ah, wieder so eine beschissene Stelle. Das Dumme ist, er bremst wirklich immer kurz davor ab. Boah! Ey, was ist das denn jetzt für eine miese Kacke? Ich wollte mir doch jetzt nicht sagen, dass ich da nicht rüber kann. Ey, was ist das denn jetzt hier? Das kann ja nicht deren Ernst sein. Hä? Ich muss doch definitiv darüber. Ey! Ey, ich habe keine Ahnung, warum das jetzt hier nicht geht. Oh, hör doch mal auf! Ich bin gleich tot. Hä? Ich werde mal hier eine kurze Pause machen. So, wir wissen jetzt, wer rüberkommt. Also besser gesagt, wir, ich. Dass ich darauf selber nicht gekommen bin. Also ich habe jetzt mehrfach probiert. Ich musste jetzt gerade den Speicherstand. Hatte ich leider nicht aktuell. Musste die ganze Scheiße nochmal hierher rennen. Und bin natürlich dann tausendmal nochmal rübergesprungen. Aber es funktionierte natürlich nicht.
Dabei muss man einfach... Wie kommt man denn darauf, dass man das Vieh da ins leere Nichts werfen muss? Nirk! Ja, jetzt brauchen wir ihn wieder. Also, man merke... Man braucht einen Ari-Dingsbums. Kann man in ein Loch werfen. Er kann also fliegen. Ich frag mich, woher die Tiere eigentlich immer sind. Das hat er so wie so ein Pokémon in der Tasche gesteckt. Du bist gekommen, um mich zu retten. Da muss mein Vater auch ganz in der Nähe sein. Ich habe so lange auf dich gewartet. Ich frage mich schon, ob er mich vergessen hat. Er befahl mir, da zu bleiben. Doch, ich gehe jetzt. Alles klar. Oh Wunder, wir kommen hier ran. Ja. Er hat zwar jetzt ein Wegpulver gefunden, aber ich weiß nicht mal warum. Also irgendwas stimmt hier nicht. Der Leckenführer ist noch da. Okay, ich wollte gerade sagen, das Wegpulver allein reicht ja nicht. Chameleon, stimmt. Das ist alles mein Werk, hihi. Diese Pulver hat mich auch aufgeweckt und jetzt fresse ich dich. Was ist sein Werk? Ja, genau. Nein! Der hat sich gefressen von ihm. Ja, wir sind keine Meister für dich. Mama, Mama. Werde ich jetzt sterben? Oh Mensch, wie bist du töricht? Die Menschen haben vergessen, was Vertrauen ist. Und denken immer nur an sich selbst. Auch wenn du mich besiegst, kannst du die Herzen der Menschen nicht heilen. Wie bekloppt ist er denn? Er sagt, er ist an allen schuld. Dann bin ich töricht, weil ich ihn getötet habe? Alles klar. Nachdem er mich fressen wollte. Was für ein behindertes Chamäleon, ey. Kann man doch nicht ernst nehmen, das Vieh. Moa. Ich bin Moa, der sagenhafte Vogel. Ich habe viele Jahre in diesem Gemälde verbracht. Bitte geh noch nicht weg. Ich möchte Ihnen den Leuten Wahrheit über die Ungeheuer erzählen, wenn du die Missverstände aufklären kannst, beginnen sie vielleicht einander zu glauben. Gehen wir jetzt. Moa ist ein ziemlich geiler Begleiter. Ich habe gesehen, wie du das Zimmer aufgemacht hast. Das kannst du nicht leugnen. Du bist hier eine Fremde? Ich bin eine Fremde, aha. Du brauchst also keine Verhandlungen. Ich bringe dich ins Gefängnis. Ja klar, und ich bin natürlich dabei. Du hast mich im 5. Stock gerettet. Vielen, vielen Dank. Keiner glaubt mir. Sie sagen, ich sei ein Ungeheuer, weil ich vom 5. Stock zurückgekehrt bin. Ich fürchte, wir haben nicht mehr viel Zeit übrig. Und dieses Schloss, bitte verschwinde schnell von hier. Ja, also in der Zukunft ist das ja eine Ruine. Das Schloss. Ah.
diesmal habe ich direkt den Weg gefunden.